Gut, jetzt muss man natürlich sagen, die Isolationsschicht, hatte ich ja eingangs auch schon mal erwähnt, kann natürlich beliebig dick sein und da hängt es dann immer davon ab, wie kalt es halt eben wirklich ist. Es könnte jetzt durchaus sein, dass man bis ja, Temperaturen kurz über den Gefrierpunkt nur mit so einem T-Shirt, einem dünnen Fleece-Pulli und darüber, wenn es halt eben regnet, eine Gore-Tex-Jacke oder sehr windig ist, rumrennt. Und ich kann aus persönlicher Erfahrung berichten, wenn man sich richtig bewegt und ordentlich wandert und marschiert und unterwegs ist im Gelände, dann reicht das auch. Und zwar wirklich bei Temperaturen kurz über dem Gefrierpunkt. Ich brauche da auch keine Handschuhe und keine Mütze. Ich bin da so am, ja, Hitze erzeugen, dass mir das wirklich ausreicht. Bei Powermarsch. Bei Rumsitzen sieht die Sache ganz anders aus und für sowas habe ich dann auch immer dabei, wann immer ich mit halbwegs kalten Temperaturen rechnen muss, nochmal zusätzlich eines dieser Kleidungsstücke, zumindest einer dieser Kategorien an Kleidungsstücken. Am besten und am modernsten ist sicherlich die Softshelljacke, die hatte ich ja eingangs auch schon erwähnt. Ein sehr eng gewebtes Kunststoffmaterial und die starke wasserabweisende Eigenschaft kommt einfach daher, dass die Fasern so eng nebeneinander gewebt sind. Man kann sie mit bloßem Auge fast nicht erkennen. Dass es eine sehr glatte Oberfläche gibt und da perlt das Wasser einfach ab und kann gar nicht in die Faser, zwischen den Fasern eindringen, wegen der Oberflächenspannung des Wassers. Hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Lotus-Effekt, aber egal. Aus dem gleichen Grund, weil die Fasern eben so eng sind, dass es keine nennenswerten Öffnungen gibt, kann auch Wind nicht eindringen. Der Wind weht einem also nicht durch seine sämtlichen anderen Klamotten, denn sowohl Vlies als auch Kunstfasershirt oder andere Shirts sind grundsätzlich nicht winddicht. Da weht es einem halt durch, wenn es weht. Deshalb ist es meiner Meinung nach jetzt hier an diesem Punkt schon praktisch, was zu haben, was schon einen gewissen Schutz vom Wetter bietet, gleichzeitig aber auch noch eine gewisse Isolation bietet, dadurch, dass es halt schon noch auch ein wattiertes Material ist, das ein gewisses Maß an Luft in sich selber aufnehmen kann. Und diese Luft wird dann ja vom Körper aufgewärmt und sorgt so dafür, dass man sich warm fühlt. Also Isolationsmaterial. Kein Kleidungsstück an sich wird ja warm, sondern sorgt immer nur dafür, dass man möglichst viele warme Luftschichten am Körper behalten kann, ohne dass diese weggeweht werden, weshalb eben der Windschutz interessant ist. Gut, Softshelljacke meiner Meinung nach also immer eine gute Idee, damit ihr das preislich einordnen könnt. Das Teil hier, das darf ich glaube ich sagen, ist aus dem Decathlon, wem das was sagt. Das ist so ein Sportdiscounter, kann man sagen. Wahrscheinlich wurde es auch wieder von fleißigen Kinderhänden in sonst wo zusammengebaut und ich bereue mal wieder sowas gekauft zu haben. Aber ich wollte eine Softshelljacke haben und hatte nicht das Geld für eine richtig teure. Ist wunderbar, funktioniert einwandfrei, habe ich jetzt ein Jahr lang ständig angehabt, auch in vielen, vielen, vielen Videos zu sehen, dass ich damit rumrenne. Die hält eine halbe Stunde durchaus ergiebigen Regen wunderbar aus, bevor da irgendwas durchkommt. Ist absolut winddicht und ja, überhaupt keine Beschwerden mit dem Ding. Wenn ich die anhab, noch ein Fleece-Pulli drunter und ein T-Shirt unten drunter, das reicht so bis. Fürs Rumsi beim Rumsitzen so bis 8 Grad, bei Bewegen oh, bis 3 Grad oder was. Wenn es dann noch kälter wird, habe ich jetzt auch erst seit einiger Zeit wiederentdeckt, den BW-Kälteschutz. Hat hier auch diesen wunderbar hohen Kragen und da gibt es Videos noch und nöcher zu. Das Ding ist relativ beliebt. Viele Leute haben das. Kostenpunkt ist, glaube ich, aktuell sowas um die 20 Euro. Ach so, die hier hat gekostet, ja, ich glaube 30 Euro oder was. Ja, das ist schon wirklich eine richtig warme Jacke. Die hat aber im Gegensatz zur Softshell-Jacke den großen Nachteil, und das gilt eigentlich für fast alle dieser wattierten, gefütterten Jacken, denn das ist ja quasi eine Plastikschicht. Drunter eine Ge Ja, doch, das ist auch Plastik. Eine Plastikschicht, drinnen ein Plastikfutter, so eine Art Vlies quasi und darüber nochmal eine Plastikschicht. Und das Ganze zusammengenäht und gut ist. Ja, ist schon wirklich richtig warm.
Vor allen Dingen praktisch an dem Teil finde ich, dass es wahnsinnig lang geschnitten ist. Das könnt ihr jetzt halt gerade nicht sehen, aber dazu gibt es wie gesagt Videos noch und nöcher. Ist sehr robust, ist aber weder winddicht, der pfeift da einfach durch, noch wasserdicht. Das schon wirklich erst recht nicht. Also wenn es da drauf regnet, das ist in kürzester Zeit durchgeweicht. Hält überhaupt keinen Regenstand. Deshalb, Bundeswehrsachen sind cool, sind für den deutschen Wald auch zu gebrauchen, aber man braucht halt immer gleich das ganze Set. Wenn man nur mit gutem Wetter rechnet, ist sowas auch okay. Und da wir ja gerade bei den Bundeswehrsachen sind, auch als Jacke gibt es natürlich Baumwolljacken. Hier zum Beispiel der alte Feldparker Oliv. Der heutige in Flecktarn ist allerdings genauso bescheiden, was die Wetterschutzeigenschaften angeht. Das ist an sich ja warm, weil es ein Baumwolldingens ist. Man kann in diesen Uraltfeldparker übrigens auch noch ein Futter einknöpfen, das dann so ähnlich funktioniert wie die Kälteschutzjacke. Die ist ja relativ neu. Der alte Parker, da ging man auch davon aus, man muss ein Futter einknüpfen und man kann es weglassen, wenn Sommer ist. Und heutzutage gibt es einen Parker grundsätzlich ohne Futter und man kann auch zusätzlich, wenn es kälter wird, noch eine Kälteschutzjacke so anziehen und den Parker einfach drüber quasi. Aber dieses Ding, ich mag den gerne, ich renne mit dem auch gerne rum, der hat auch riesige Taschen, man kann viel Zeug drin verstauen und irgendwie ist das ganz cool und vor allen Dingen, weil es der alte ist, ist er halt eben Oliv und nicht Flecktarn und man kann damit im Wald rumrennen, ohne Leute zu erschrecken, aber das ist nur mein Problem. Also wer gerne mit Flecktarn rumrennt, der darf das meinetwegen gerne tun, nur ich habe da immer so meine Schwierigkeiten. Ist aber Baumwolle, ist als, ja, schon halbwegs Wetterschutzschicht meiner Meinung nach echt nicht gut geeignet, denn das weicht wirklich in kürzester Zeit durch. Halbwegs Regenschauer und man ist nass. Fertig, aus. Winddicht? Ein bisschen. Also ist schon leicht windabweisend, weil es halt eben grob schon auch fein gewebte Baumwolle ist. Also da ist schon ein gewisser Schutz vorhanden. So, jetzt kommt nochmal das große Aber, unter welchen Bedingungen denn so ein Teil trotzdem cool sein kann, wenn man nämlich vermeiden möchte, mit irgendwelchen Plastikklamotten rumzurennen. Das ist ja meine persönliche Philosophie, dass ich so wenig wie möglich mit Plastikklamotten rumrennen möchte. Wenn ich es mir aussuchen kann, wenn ich einfach nur mal spazieren gehe oder was, versuche ich das zu vermeiden. Für jetzt eine extremere Tour in Skandinavien oder wie, dann wäre es mir dann auch egal, natürlich. Aber ja, man kann eben nun dieses Ding mit Wachs einwachsen. Da gibt es so große Wachsstückchen, die kann man sich natürlich auch selber machen, die kann man auch für ganz viel Geld bei Fjällräven kaufen. Im Prinzip tut es jedes Wachs und ihr könntet auch mit einer Kerze oder einem Teelicht hingehen und einfach den Stoff damit großflächig einreiben und hinterher mit einem Bügeleisen, möglichst so ein altes Nicht-Dampf-Bügeleisen. Moment, so ein Teil habe ich sogar hier. Hier sowas da, so ganz prähistorisch, einfach ein heiß werdendes Metallteil quasi, ne? Mit sowas könnt ihr das dann wunderbar einbügeln, das Wachs. Und was ihr dann bekommt, ist doch eine, wenn ihr das entsprechend gründlich gemacht habt, erstaunlich wetterfeste Jacke. Das Teil hier ist jetzt nicht gewachst. Die Optik, ja, man kann sich streiten, ob sie leidet oder ob sie damit verbessert wird, sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Es wird insgesamt ein bisschen dunkler und man kann halt teilweise so an Falten oder was, da löst sich dann auch ein bisschen Wachs ab und dann sieht man schon auch, dass das eingewachst wurde. Aber es ist dann wirklich erstaunlich wasserfest, kann auch wirklich viele Stunden lang sogar wasserfest sein. Ist aber mit der Zeit dann halt wieder ab und dann muss man es halt von Neuem wieder einwachsen. Das ist also was für Leute mit viel Zeit und die aus welchen Gründen auch immer modernere Materialien ablehnen. Gut, und jetzt kommen wir mal zum Wetterschutz. Jo, und beim Wetterschutz gibt es jetzt mal neben den hier liegenden Dingern noch die Alternative, dass man halt eben tatsächlich sagt, man ist mit Lodenklamotten unterwegs. Ich habe sie ja leider eben nicht da. Habe ja schon ansatzweise erklärt, das ist einfach eine ganz grobe Wolle, wo das Schaffett, das natürlicherweise an der Faser dran klebt und die Schafe wasserdicht macht, wenn man so will, noch dran ist. Und damit ist man mit solchen Lodenklamotten auch sehr lange vor Regen geschützt.
Ist für mich, für den Privatgebrauch so daheim und für mal täglich in den Wald rennen durchaus eine Alternative, wenn ich aber eine große Outdoor-Tour habe, vorhabe, was Langfristiges oder auch für irgendwelche Survival-Vorhaben, dass man was haben möchte, was dann wirklich ewig hält. Da muss es dann schon was aus diesem Bereich sein, denn die halten quasi 3 Stunden plus X an Regen problemlos durch. Dieses Ding hier auch 12 Stunden plus X. Das da hat auch mal früher zumindest so lange gehalten. Die ist mehr oder weniger ausrangiert. Und das ist jetzt die günstige Alternative. Alle diese Dinger, muss man dazu sagen, sind sehr atmungsaktiv, haben also irgendeine Vorrichtung, die dafür sorgt, dass Wasserdampf, der von innen kommt, durch das Material nach außen abdampfen kann und man halt nicht im eigenen Saft sitzt. Das ist halt eben ein Problem, dass man bei der sehr günstigen Regenschutzalternative Bundeswehrponcho beispielsweise eben hätte. Da bleibt halt sämtliches an Feuchtigkeit, was von einem selber, vom Körper ausgeht, an der Innenseite des Ponchos kleben und man wird dann irgendwann von innen nass. Das gilt selbstverständlich auch für alle anderen nicht atmungsaktiven Regenkleidungsstücke. Jawohl. Aber jetzt gehen wir mal die Dinger der Reihe nach durch. Grob gesagt haben wir die Möglichkeit, ein beschichtetes Kunststoffmaterial zu nehmen. Wir haben die Möglichkeit, eine einfache Membran, eine sehr dünne Membran zu nehmen. Und wir haben die klassische Hardshell-Jacke, die ja, grundsätzlich vom Material her wasserdicht ist, gleichzeitig aber auch noch eine sehr hohe Atmungsaktivität, naja, sehr hoch bis einigermaßen hoch, besitzt und enorm viel Geld kostet. Deshalb habe ich mir auch schon lange keine neue mehr gegönnt und das Ding fliegt mehr oder weniger langsam auseinander. Und den Salewa-Aufkleber kann man auch bald abziehen. So, die günstige Alternative bei Regenschutz ist eine beschichtete, ja, Kunststoffjacke oder in diesem Fall jetzt hier Hose. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Da gibt es die billige Beschichtung und es gibt die teure Beschichtung. Die, die wir hier haben, ist die teure, beziehungsweise die hochwertigere. So viel Geld muss die gar nicht, so viel mehr Geld muss die gar nicht kosten. Also jetzt zum Beispiel eine Standard-Aldi-Regenhose, die es früher mal vor 15 Euro, 20 Euro oder was zu kaufen gab, die dann jeder Schüler, aus meiner Schulzeit weiß ich das noch, hatte, damit zur Schule gefahren ist und nach 10 Minuten im Regen ist er trotzdem nass geworden. Sowas ist dann quasi eine Standardbeschichtung billiger Machart. Das funktioniert folgendermaßen, dass man einfach über den Faserverbund der Kunstfasern drüber nochmal eine Silikon zum Beispiel Schicht drüber klebt. Und sobald diese Schicht dann irgendwann abgerieben ist, was halt relativ schnell passiert, sobald irgendwas an dem Material reibt, dann reibt sich dieses Silikon mit der Zeit ab, wird mechanisch einfach abgenutzt und wenn es weg ist, ist das Ding hinten und vorne nicht mehr wasserdicht. Bei einer hochwertigen Beschichtung ist es jetzt so, dass die Fasern, die hier verarbeitet sind, jeweils einzeln beschichtet sind. Sprich, um jeden Faden, wenn man so will, der hier drin verwebt ist, ist eine dünne Silikonhülle gelegt worden. Und das führt dazu, dass halt eben die einzelnen Fasern im Verbund erheblich weniger betroffen sind von mechanischer Abnutzung. Wenn man jetzt drüber reibt oder sonst was macht, dann erwischt es immer nur den obersten Teil der Faser, der nach außen hin sichtbar ist. Und der Rest der Faser, der sich zwischen den anderen Fasern oder auf der Innenseite befindet, wird so schnell nicht abgerieben. Die mechanische Stabilität von dem Ganzen, von dem Wetterschutz an sich, ist also viel, viel, viel besser. Und die Atmungsaktivität ist auch nochmal besser, weil da halt nicht obendruf eine Klebstoffschicht quasi drauf sitzt, die so nur wenig Wasserdampf nach außen lässt, sondern man viele kleine, wirklich sehr, sehr, sehr kleine Öffnungen zwischen den einzelnen Fasern hat, durch die der Wasserdampf wunderbar nach draußen entweichen kann. Also die Atmungsaktivität solcher Klamotten ist dann wirklich sehr gut. Und Wasser kann nicht nach innen eindringen, weil flüssiges Wasser als solches ja eine Oberflächenspannung hat und dann durch diese sehr, sehr feinen Öffnungen gar nicht durchdringen kann. Muss man sich halt überlegen, ob einem das dann schon reicht für seine Outdoor-Unterfangen. Und das ist so die gängige Version einer Regenhose. Es gibt nur ganz wenige Membranregenhosen, die dann auch gleich 150 € plus kosten würden. Ganz oft gibt es
gute Regenhosen mit einer hochwertigen Beschichtung. Kann ich also auf jeden Fall als Hose definitiv empfehlen. Als Jacke wäre es mir zu wenig, wegen der mechanischen Abriebgeschichte. Da haben wir nämlich bei der Jacke das große Problem. Dieser beiden Varianten, haben wir einen schweren Rucksack an oder haben wir es nicht? Wenn wir nämlich keinen schweren Rucksack anhaben, kann man dann ernsthaft drüber nachdenken, ob man nicht einfach so eine Ultralight-Regenjacke sich zulegt, die winzig klein verpackbar ist, wie ihr hier sehen könnt, und absolut wasserdicht. Mal war, wie gesagt, die ist auch schon wieder uralt. Aber das ist nur einfach mal zum Zeigen. Das Material hier wird jetzt so nicht mehr hergestellt, nennt sich aber Gore-Tex Packlight und ist ausnahmsweise mal eine Eigenproduktion von Gore-Tex. Meistens ist Gore-Tex ja einfach nur das Material, das an irgendeine, in Anführungszeichen, Schneiderei verkauft wird. Und die bauen das dann in ihre Jacke ein. Also zum Beispiel, Saliva kauft bei Gore-Tex nur Material ein, wie wenn sie irgendwo anders Wolle einkaufen würden, und baut da draus eine Jacke und schreibt dann halt drauf, diese Jacke enthält Gore-Tex. Gore-Tex selber, die Firma, produziert das Material, produziert eher selten Kleidung. In diesem einen Fall hier haben sie es zum Beispiel jetzt mal getan. Grundsätzlich gilt, die Membran funktioniert ja so, dass es eine Plastikschicht ist, die ganz kleine mikroporöse Löcherchen hat, wenn man so möchte, durch die eben wieder Wasserdampf raus, Wasser aufgrund seiner Oberflächenspannung nicht rein kann. Das Gute ist, so eine Membran kann nicht abgerieben werden, weil das Material an sich schon wasserdicht ist, anders als eine Beschichtung. Deshalb ist die mechanische Belastung meistens kein großes Problem. Das Einzige, was noch eine Rolle spielt, ist jetzt natürlich, wie dick dieses Material ist. Und wenn es sich um was super, super ultra dünnes handelt, wie jetzt zum Beispiel bei dieser Jacke, dann muss man natürlich aufpassen, dass die einem nicht reißt, dass man nicht an irgendeinem Zweig hängen bleibt, weil schon hat man sonst ein Loch drin. Jo, und wenn es dann halt irgendwelche Dinge auf der Innenseite gibt, die so aussehen, kann man auch davon ausgehen, dass an den entsprechenden Stellen die Wasserdichtigkeit wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz gegeben wird, sein wird. So ein Packlight Gore-Tex hier ist tatsächlich ein Einschichtsystem, sprich die Jacke besteht wirklich nur aus der Membran mit ein bisschen Farbe in Anführungszeichen drauf und drinnen noch so einer leichten Gummibeschichtung. Aber eigentlich ist das wirklich die reine Membran und da gibt es nichts weiter. Dass so eine Jacke nicht warm sein kann, ist klar, das ist ein reiner Regenschutz, soll bloß Wasser oder eben Wind abhalten oder Wasser und Wind natürlich. Das Doofe ist halt eben so eine super Leichtkonstruktion, entsprechend sehr instabil und wäre jetzt für längere Outdoor-Geschichten mit einem schweren Rucksack einfach zu leicht, zu instabil. Gut, und wenn es dann halt eben eine wasserdichte Jacke sein soll, die halt eben auch noch mechanisch stabil ist, dann muss da halt eine solche sogenannte Hardshell-Jacke herhalten. Das Ding hat jetzt auch wirklich viel erlebt und sieht echt nicht mehr gut aus. Delaminiert sich teilweise hier zum Beispiel. Das ist deswegen so dünn, weil das die oberste Schicht ist, die sich abgelöst hat von der Jacke. Wasserdicht ist er aber immer noch. Also das ist das Gute. Bei Gore-Tex-Klamotten habe ich wirklich bisher die Erfahrung gemacht, die sind wasserdicht bis zum Schluss, das Material Gore-Tex. Ob das jetzt nun von der Firma Saliva in einer super langhaltenden Jacke verbaut worden ist oder nicht, ich würde mal sagen, teilweise ist die super langhaltend, weil sie noch dicht ist und noch funktioniert. Aber was natürlich nervt, ist die Delaminierung. Hier zum Beispiel, da könnt ihr hier schön sehen, wenn es so Falten wirft, dann liegt das daran, dass sich das Obermaterial von der Membran gelöst hat und jetzt quasi locker absteht. Das hängt alles nicht mehr schön zusammen. Ist aber auch nur an den Teilen vorgekommen, die einem ständigen Verschleiß unterliegen, wie eben gerade die Schulterpartie, weil was ist da drauf? Der Schultergurt vom Rucksack. Und wenn man damit halt eben seine 25 Kilo durch die Gegend schleppt, macht auch so eine vom Verhältnis her eher Panzerjacke unter den Hardshell-Jacken irgendwann Schluss. Außerdem war die nicht so teuer und hat damals, wie lange habe ich die? Oh, bestimmt auch schon 8 Jahre, ne, noch länger. Neun Jahre kommt hin. Vor 9 Jahren hat die mal 300 Euro gekostet. Aber man kann auch heutzutage locker 500 Euro für so eine entsprechende Hardshell-Gore-Tex-Jacke ausgeben. Die Inflation
hätte es dafür noch nicht mal gebraucht, das hätte man damals auch schon ausgeben können. Man muss aber eben sagen, die Qualität merkt man schon irgendwo am Preis, weil die halt immer noch dicht ist. Ich habe sie wirklich ganz oft angehabt. Ich habe die teilweise auch wirklich täglich auf dem Fahrrad auf dem Weg zur Uni angehabt. Im Winter, bei Schnee, bei Regen, bei Eis, ganz egal, mit schwerem Rucksack, mit nicht so schwerem Rucksack. Und dauernd Verschleißerscheinungen sind eben einmal halt eben diese Delaminierung. Oh, hier kann man es auch schön sehen. Da ist es noch laminiert und hier löst sich es halt eben entsprechend auf. Und die Jacke stinkt mittlerweile sehr schnell. Wenn man sie also nicht regelmäßig wäscht, müffelt man mit dem Ding, gerade eben wenn sie nass geworden ist und dann anfängt zu trocknen, sehr schnell 30 Meilen gegen den Wind. Aber ja gut, im Wald ist das natürlich noch nicht so dramatisch. Gut, und das wäre es dann eigentlich auch gewesen. Ich möchte euch zum Schluss nur noch mal erklären, also es ist tatsächlich eben nachweislich so, dass man mit so einem Merino-Shirt, so einem billigen Chibo-Fleece-Pulli, und das muss nicht das Merino-Shirt sein, das hätte auch mit so einem Discounter Kunstfaser-Shirt funktioniert und dann halt eben aber eine entsprechend sehr teuren Gore-Tex-Jacke, kann man problemlos ohne zu verrecken und naja, wenn man die entsprechenden mentalen und physischen Bedingungen erbringt, kann man damit problemlos 10 Tage durch die norwegische Hochgebirgslandschaft spazifizieren. Im Sommer, wohlgemerkt. Das war so meine Standardkleidung, wirklich genau das da und das da bei 10 Tagen Jotunheim. Und das sind so die höchsten Gipfel Skandinaviens und eine der krassesten Regionen, die man in Europa wohl so finden kann. Hat gut funktioniert. Ich denke, das spricht für diese Klamotten und in diesem Sinne entschuldige ich mich für den fehlenden Wald diese Woche und für nur ein Video. Gut, Mehrteiler, aber mehr war leider nicht drin und ich hoffe, das war einigermaßen ansehbar. Nächste Woche wird es wieder besser, versprochen. Sagen wir spätestens übernächste Woche wird es wieder besser. Macht's gut. Tschüss.